Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14. Ich bin euer dufter Typ. Wer hätte es gedacht? Ich bin euer dufter Typ. Und ja, wir da mit dabei natürlich meine liebreizende Duftemieze. Oh, sieht sie nicht süß aus. Ich liebe dieses Mädel. Nicht so sehr wie Aya, aber trotzdem. Und wir sind bei Triste Chambre und möchten Eisherz suchen. Wir möchten eine Audienz mit Eisherz. Ihr kennt Eisherz, ne? Das war die, die so dachte, so, Shiva, wusch, wusch, ich töte euch. Oh, ich hab verkackt. Genau diese Eisherz suchen wir wieder. Und wir haben natürlich tatkräftige Verstärkung dabei. Alfino und Estinien. Und ja, eigentlich sind wir hier, um mit ihr zu reden. Ich mach mal lieber den hier. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ja, zwinker, zwinker. Na, sieh einer an, die Ehrengäste des Hauses Fontaine in Begleitung des großen Azurdrachenreiters. Ihr seid Eisherz auf der Spur und begehrt, den Intrigen zu benutzen. Es sei euch gewährt. Ausgezeichnet, dann auf nach Ak'Afa. Doch wir sollten uns nicht unvorbereitet in den Tunnel begeben. Shiva mag besiegt sein, aber noch immer streuen wilde Tiere umher, von Wegelagernden Heretikern ganz zu schweigen. Ich weiß, was du meinst, Alfino. Pff, ist mir doch egal. Ich so sein Paladine. Boah, habt ihr Star Wars gesehen? Habt ihr Star Wars gesehen? Ey, ich bin so mega begeistert von dem Film, dass ich echt Bock habe, ein Let's Play zu irgendeinem Star Wars. Egal. Dies ist also Ak'Afa. Beeindruckend, in welcher Epoche mag es wohl erbaut worden sein? Ich befürchte, wir müssen deine Besichtigungstour kurz unterbrechen. Unsere Gastgeber scheinen nicht besonders gut gelaunt zu sein. Ihr wagt es, Shivas heilige Stätte abermals zu besudeln. Dafür werdet ihr büßen, elende Frevler. Haltet ein! Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir suchen ein Gespräch mit eurer Anführerin. Deine Lügen kannst du dir sparen, Junge. Wer mit dem Azurdrachenreiter zusammenarbeitet, kann nichts Gutes im Schilde führen. Was haben die Leute immer nur gegen mich? Ich wünschte, wir hätten das vermeiden können. Auf sie, Kameraden! Die Schwingen der Drachen werden uns zum Sieg tragen! Meh. Okay, wo haben wir ihn? Druide. Da haben wir unseren Druiden. Und keine Sorge, du bist gestunt. Nein. Gestunt. Und du auch. Weil ich ganz genau weiß, dass du so ein aller Affe bist. Der natürlich dicker einen auf AOE-Schaden versucht und mit Eiszaubern. Ernsthaft, mit Eiszaubern. Also, jeder, der ein Black Mage gespielt hat, weiß, dass Eiszauber mal so episch lame sind. Okay, wen haben wir da? Da haben wir wieder einen Taumaturg. Da haben wir einen Druiden. Bam. Ich hoffe nur, dass ich Estinien. Estinien sieht noch gut aus. Ah, ich wusste gerade nicht, ob die schon gestürzt war. Vita ist nicht drin. Au, ich bin gefesselt. Das ist uncool. Ih, was machen die denn jetzt hier? Für eine Nummer. Estinien lebt, alles gut. Erst mit dem Taumelturgen. Und dann auf den Heretiker-Schwertkämpfer-Typen, der auf Alfino einhackt. Das hat auch so seine Gründe, weil Alfino ist der, ja, ist ein Hermetiker. Und Hermetiker haben natürlich die Fähigkeit, auch hin und wieder mal zu heilen. Im Moment heilt mich zwar mehr der Selbsterhaltungstrieb als er, aber auch das ist völlig legitim. Hoffe ich. So. Einmal Drufter. Oh ne, da kommt noch mehr. Und wie sie alle auf diesen Ölen
Azurdrachenreiter einhacken. Was soll denn der Schwachsinn? Und ich glaube, ich habe noch nebenbei was an meinen Einstellungen verändert. An meinen ultra geilen Soundeinstellungen. Da ist ein Taumaturg. Da ist ein... Okay. Ja, wir hacken weiter auf die Taumaturgen ein. Ach komm. Ich krieg hier zu wenig Schaden. Bring mir mal ein bisschen Gegner ab. Weil ausweichen kann ich sowieso von alleine. Oh, fuck. Schön eine AOE stehen geblieben. Kommt aber auch mit davon, dass ich überhaupt kein Stück aus... Wow! Was auch immer du sein willst. So. Dich hacke ich zuerst. Ich bin dein Meister. Ich bin dein Vater. Die ganze Zeit überlegen. Ich habe hier irgendeinen Scheiß an den Einstellungen gemacht. Das müsste jetzt aber wieder besser sein. Weil ich... Ja, definitiv. Weil meine Tiefen nämlich eigentlich ein bisschen reduziert waren. Aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Dass sich mein Mikro so komisch verstellt hat. Na kommt schon, jetzt hackt nicht auf den Großen die ganze Zeit ein, während ich hier auf den Kleinen rumdonner. Das ist nicht euer Ernst. Da kommen noch mehr von den Dreckviechern. Also dann wird es ein bisschen haarig. Aber egal, ich lasse die anderen mal auf euch einpacken. Ich hau jetzt erstmal diesen Schwertkämpfer hier K.O. Also diesen Schwertkämpfer hier. Oh, was ist das denn? Das sieht gut aus. Bam! Schöne AOE. Und sobald der hier K.O. ist, kümmere ich mich mal um den Taumelturk. Bam. Also taumelt bin ich erstmal eine Runde Taumelturk. Ich wusste doch, da war was. Das ist wie hier in Festet Semael schwer, der letzte Boss. Da braucht man gar keinen Tank. Man muss nur darauf achten, was für Fähigkeiten der Große hier gerade macht. Oder man dreht sich einfach mit ihm, zum Beispiel kann man sich hinter ihm stellen, der macht eine Attacke nach vorne, man bekommt keinen Schaden. Das ist also völliger Schwachsinn, was ich mir hier gemacht habe. Naja, gut, okay, das war jetzt nicht so toll. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ich hoffe es zumindest. So, und weg hier, weil eine AOE kommt. Bam. Hier mal ein bisschen weiter von unserem super tollen Drachenreiter raus. Na gut, Kratzattacke mit Blutungsschaden, glaube ich. Beträchtlichkeit, also mehr Schaden bekomme ich jetzt rein. Vielleicht müsste wieder so eine große AOE kommen. Na, der macht ja aber auch gar nichts hier gerade. Ist put? Ist er put? Ist das Nashorn kaputt? Macht Angriffe nicht. Ach, jetzt auf einmal. Hm? Feuer spucken. Hm? Verflucht. Sie müssen mit Dämonen im Bunde stehen. So haben wir keine Chance. Agatha ist verloren. Wir ziehen uns zum Aschennest zurück. Keine Spur von Eisherz. Ich hatte gehofft, man würde uns wenigstens ihren Aufenthaltsort verraten, aber diese Fanatiker kennen anscheinend nur eine Sprache, Kampf. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als dieses Aschennest aufzusuchen, auch auf die Gefahr hin, dass es eine Falle ist. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Wo mag das sein? Höchstwahrscheinlich meinen sie den tränenden Drachen eine Insel auf dem gefrorenen Aschepfuhl. Ein uralter Drache ruht unter ihr. Er wurde vor 500 Jahren vom
amtierenden Azurdrachenreiter mit einem in einem erbitterten Kampf verwundet und dann von Magiern der Kurie mit einem Schlafzauber belegt. Auf den Leib des Drachen regnete Asche hinab, die ihn irgendwann völlig bedeckte und eine Insel formte. Das klingt in der Tat nach Aschennest. Also gut, lass uns ins westliche Hochland zurückkehren und diese Insel aufsuchen. So viel dazu. Der träumende Drache befindet sich am äußersten Rand des westlichen Hochlandes. Auf dem Weg dorthin würde ich aber gerne noch woanders hin, vorbeischauen. Es gibt eine Einheit von Tempelrittern, die ihre Zelte am Urteilsfels in der Nähe der Zwillingssteige aufgeschlagen hat. Ihr Anführer heißt Jantelot. Sein Trupp, Phineas Vollstrecker, hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Drachen wie möglich zu erschlagen und dadurch seinen Ruhm zu vermehren. Womöglich weiß man dort etwas über unsere Heretikerfreunde. Falls wir tatsächlich in eine Falle laufen, sollten wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das klingt einleuchtend. Kurtas ist es Tinians Heimat. Lass uns seinen Rat befolgen. Ja, und genau so etwas in der Art habe ich erwartet. Und das ist nämlich zufällig dieses Lager, wo wir auch diesen Flugpunkt schon geholt haben. Das heißt, wir können hier einfach mal schwupp runter teleportieren. Zum Falkenhorst zurück. Und dort dann unsere Quests abgeben, die wir so in der letzten Folge ja abgeschlossen haben. Jo, hier können wir dann auch wieder Sprint zünden. Höpp, Mist. Höpp. Ingaret. Bla bla bla. Oh, Windäderquelle. Yippie. Damit haben wir auch die erste von der Quest. Das ist auch spitze. Das heißt, uns fehlen jetzt nur noch insgesamt 9 Windäderquellen. 4 von Quests und eine. Nein, und 5. Ja, durch die Map. Die wir noch raussuchen müssen. So, genau. Redwald. Zip. Das war so klar. Der hat auch gleich wieder eine neue Quest für uns. Der hat nur Quests für uns. Ne? Also, alles. Wirklich alles. Der an Quests. Das ist echt schon fast peinlich. Als ob der überhaupt nichts von alleine könnte. Okay, meinetwegen. Verzieh dich halt wieder. Duppiduppiduppidu, duppiduppidu. Duppidu. Ah, geht doch. So, was machen wir jetzt hier? Notiz von Redwald zeigen. So einem komischen Typen hier drüben irgendwo. Das kriegen wir auch hin. Gar kein Thema. Alles wundervoll. Der ist sicherlich hier draußen. Höp. War so klar wieder. Siegern. Das verschafft mir die Ehre hier. Schluck das. Ist Manuskript geschrieben von Blut auf Papier. Ah, die kommen jetzt auch mal langsam wieder aus ihren Löchern. Wie man hier sieht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Legendäre Waffenschmied. Achso, nee, das brauchen wir nicht. Genau, am Zielort das glühende Kohlschub benutzen. Was müssen wir da hoch? Nee, ernsthaft. Nee, kommt. Nee, nein. Sehe ich nicht ein. Machen wir irgendwann anders oder offscreen oder so. Aber den ganzen Weg laufe ich jetzt nicht hoch. Ganz sicher nicht. Also da habe ich wirklich Besseres zu tun. Zum Beispiel mit dem Schokobo durch die Lüfte fliegen und dann einfach mal dort oben an diesem Lager ablanden.
So, Chocobo-Verleiher. Ich möchte einen Linien-Chocobo besteigen und zwar nach Urteilsfels. Ja, ich gebe gerne dieses Geld dafür aus. Hey. Ah, das sieht echt schick aus, so, ne? Wenn man so wegfliegt, könnte ich nochmal... Ne, wie war nochmal? Genau das. Das hat was, finde ich. Flap, 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 flap. Ja, da drüben, ne, da drüben ist es gar nicht. Da drüben müsste das sein, mit diesem komischen Aschefels-Dingens. Aber das ist doch das. Ja, wobei, das ist... Das sieht ja schon ein bisschen danach aus. Aber ich glaube, die meinten eigentlich hier irgendwo im Norden einen Drache. Das ist doch irgendwie so im... Ah ne, Blödsinn. Das ist was anderes. Das sieht doch da eher danach aus. Boah, fettes Vieh. Ehrlich mal. Aber ich sehe da irgendwie keinen Drachenkopf drin. Ich glaube, das ist eher so eine Legende oder so, dass da ein Drache drin leben soll. Naja, wie auch immer. Wir werden jetzt erstmal mit Jantelot reden. Nanu? Neue Anwärter für einen Platz an der Front? Das stattliche Mädel hier sieht aus, als könnte er der Drachenbrut einen feurigen Tanz liefern. Aber bei dir, Junge, ich habe meine Zweifel. Du bist hinüber, bevor der Lindwurm hustet. Wie bitte? Na, na, wir würden gleich ausfallend werden. Ich geb's ja zu, der Kleine sieht aus, als tauge er höchstens als Drachenzahnstocher, aber gegen die Heretiker hat er sich ganz schön gut geschlagen. Aha, und das sagt... Oh. Die Lanze und Rüstung des Azur-Drachenreiters. Wenn du für ihn bürgst, habe ich nichts gesagt. Gestatten, Jantelot, Anführer von Phineas Vollstreckern, wir sind die Lanze im Nacken des Drachen. Sprecht, was verschlägt euch an einen gefahrvollen Ort wie diesen? Ihr jagt Eisherz und ihre Männer. Schön und gut, nur ich fürchte, die sind hier nicht vorbeigekommen. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Aber vielleicht ja einer meiner Männer. Ihr könnt euch gerne umhören. Fühlt euch wie zu Hause. Vielen Dank, das werden wir tun. Estinien, Dufte, wir teilen uns auf. Natürlich. Sehr gerne. Alleine arbeite ich eh viel besser. So, und hier haben wir dann wieder unglaublich viele Quests. Unglaublich viele Sidequests mit Vendetta-Quellen. So geht das. Nummer 1. Und Nummer 2. Und hier haben wir Nummer 3. Mit Windätherquelle. Perfekt. Hey, hat die mir gerade eine geschallert? Junge. Pass mal auf, was die tun hier. Oh, das ist ein Kerl. Typisch. Die sehen immer so aus, als ob die Mädchenkleider tragen. Na gut. Elfino. Wir sollten uns bei den Leuten hier umhören. Versuche etwas über Eisherz oder die Heretiker in Erfahrung zu bringen. Nein, you don't say. Das ist manchmal auch so eine... Elfino ist so eine Leuchtkörperfigur, ne? So manchmal hat er echt gute Geistesblitze. Heretiker? Lass mich in Ruhe mit denen. Ich habe alle Hände voll zu tun, die Idioten hier verpflegen und ihnen hinterher zu räumen. Was außerhalb des Lagers passiert, kriege ich nicht mit. Frag doch mal Pirket. Er sieht aus, als hätte er die Ruhe weg. Ja. Unbeschwerter Beginner. Heretiker? Nee. Habe ich nichts von gesehen. Wäre mir bestimmt aufgefallen. Tut mir leid. Mhm. Der Speer. Du suchst nach Heretikern? Da muss ich dich leider enttäuschen. Hier sind keine vorbeigekommen. Interessiert mich auch nicht.
Wenn's ein fetter Drache wäre, dann schon eher. Hab schon einen ganzen steifen Nacken vom ständigen Absuchen des Himmels. Das Kleinvieh hier unten ist mir nämlich nur mal zu handzahm. Mhm. Hier dicke Hose und so, ne? Cojones, Alter, Cojones. Wenn erstmal ein Drache vor dir steht, wirst du als erstes zusammenzucken. Schmächtiger Spitzohr. Was willst du von mir? Nee, Heretiker habe ich noch nie getroffen, aber eventuell weiß ich, wie man's kann. Ist das so? Dann sag es uns. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Kommt bloß nicht auf die Idee, ich hätte Fahnenflucht im Sinn oder so. Ist das klar? Ich bin rundum zufrieden. Ihr habt schon unter Jantelots altem Herrn in dieser Truppe gedient. Hier war man immer gut zu mir. Kann mich wirklich nicht beklagen. Aber es gibt auch ein paar, die nicht ganz freiwillig hier sind. Arme Schlucker, die man zum Kampf gegen die Drachen verdonnert hat. Denen stinkt der gefährliche Job gewaltig. Man hört sie ständig maulen. Ein gefundenes Fressen für die Heretiker. Die versuchen sie abzuwehren. Versprechen ihnen Freiheit und Gold und so. Durchaus mit Erfolg, wie es scheint. Eisets Trupp ist in letzter Zeit merklich gewachsen. Also, ich habe das von ein paar Überläufern gehört. Wer sich den Heretikern anschließen will, soll am westlichen Hochland violetten Rauch aufsteigen lassen. Ein Rauchsignal. Warum nicht? Wenn sich die feigen Ketzer von alleine nicht zeigen, dann rufen wir sie eben. Das ist mal ein guter Plan. Es ist natürlich nur noch die Frage, wie soll man ein bisschen rosa Rauchzeichen machen. Aber hey, Mensch, hier haben wir wieder eine neue Quest. Können wir gleich mit annehmen. Mit einer Vendetta-Quelle. Ihr seht, das geht doch schon relativ fix, was Vendetta-Quellen angeht. So. Oh, Mensch, Freundschaftssignale. Wieder einmal eine Vendetta-Quelle. Ich glaube, damit haben wir sogar alle. Mit violettem Rauch also. Lassen diese Ketzer sich hervorlocken. Dann sollen wir auf die Jagd nach Woljaks gehen. Deren Fell erzeugt beim Verbrennen nämlich Qualm von genau dieser Farbe. Diese Felle übernimmst du, Dufte. Zwei Stücke sollen uns genügen. Alfino, wir suchen nach geeignetem Feuerholz. Das dürfte in dieser unwirtlichen Gegend eine fast noch größere Herausforderung sein als die Jagdjagd. Wir treffen uns am träumenden Drachen. Mhm. Mach das mal. So. Und ich gehe jetzt questen. Questen von A bis Z. Aber, Moment. Kling. Nordwesten. Na, was ein Zufall. Das ist genau die Richtung, in die wir laufen wollen. Hier haben wir noch Schlafsand. Und hier haben wir noch ein Zielort. Ausschau halten. Zielort haben wir uns umgesehen. Oh Mensch, ich sollte mal wieder Vollstrecker an Land holen. Und da ist auch schon mein treuer Freund. Na, ich wundere mich hier, warum ich gerade keinen Schaden mache. Ich sollte auch mal wieder auf Schwerteid wechseln. Paladin, der Schaden macht. Selten so gelacht. Und was kommt als nächstes? Ein Krieger, der was aushält? Ein dunkler Ritter, der lächelt? Das kann man ewig so weitermachen. Ein Mönch, der nicht betet? Was ist eigentlich, wenn ich in diesem Spiel einen Pazifisten spielen möchte? Sitze ich dann eigentlich immer noch in Limser rum und tue nichts? Und was mache ich mit meiner Waffe? Ich meine, ich kann die ja nicht einfach ablegen. Aber stimmt, klar, man kann hier natürlich auch die Handwerk-Quest machen. So RP-like. Ich bin voll der Crack im Steinchen sammeln. Finde ich, ist eine schöne Angelegenheit. Das Doofe ist nur, dass man trotzdem nicht fliegen kann, wenn man wenn man hier halt eben nicht die Quests macht.
und halt eben Windätherquellen sammelt. Und man kommt ja auch gar nicht hin ohne Quest. Also im Endeffekt ist man ja doch beim Questen an die, an die Main Story gebunden. Das ist ja leider schon echt ein bisschen blöd. Also ein bisschen gemeint, wie die Schloss zu schonen, wollte ich damit sagen. So, mal gucken, wo ist hier der nächste Stein? 200 blubber blubber Richtung Westen. Diesmal renne ich auch Richtung Westen. So, 183 Jahre Richtung Westen. Das sieht mir danach aus, als ob wir da lang müssen. 166 Richtung Westen. Wir lassen den einfach. Okay, weiter. Ein fatales Gebiet. Nordwesten. Ah, da oben. Ich hab's schon wieder erkannt. Ah ja, wo war denn aber die Stelle, wo man hier hochkam? Oh, ich muss jetzt mal echt überlegen. Ich glaube, man musste hier hoch. Dann gab es hier irgendwie so eine ganz komische Ecke, wo man hochspringen konnte. Ich glaube, das ging auch nur mit einem Reittier. Moment, Moment, Moment. Ah, wo war denn das nochmal, ehrlich jetzt? Ah, ich finde diese Stelle nicht mehr. Das ist echt eine der dreckigsten Windätherquellen. Oder nein, die dreckigste Windätherquelle. Überhaupt hier. Weil ich jetzt diese Stelle nicht finde, an der ich hochspringe. Oder hochspringen musste. Nee, da komme ich nicht hoch. Nein, nicht da lang. Ah, ich glaube, ich hatte es da gerade. Ja, ich glaube... Hier war das etwa? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ah, das war so eine ganz, ganz blöde Stelle. Ich war eigentlich echt mega glücklich, dass ich die nicht nochmal hochspringen muss. Also ich habe normalerweise nichts gegen Hüpfen-Aktionen. Normalerweise. Die sind hier so uneinsichtig. Ich probiere mal einfach noch ein bisschen weiter zu laufen. Aber nee, hier kommt man auch nicht weiter. Oder war das hier gar nicht, sondern ein Stück weiter hier drüben? Wo war denn diese Stelle? Das war eine ganz bestimmte Stelle und ich weiß, ich bin der Meinung, dass nämlich nicht hier direkt an der Kante war, sondern irgendwo hier. Moment, da habe ich doch aber gerade eben... Ja, hahaha. Habt ihr das gesehen? Das ist doch scheiße, oder? Mal jetzt ganz im Ernst. Das war doch echt totaler Mist. Aber dafür ist das auch schon die schwierigste Wind-Ether-Quelle, die man hier finden kann. Also, gut. Die nächste ist einige hundert Jahre Richtung Norden. Da müssen wir aber nicht hin. Deswegen weiter mit den Quests. Wobei, was heißt weiter mit den Quests? Nein! Pudding! Naja, nee, komm. Wir laufen einfach weiter. Hüpf, hüpf. So. Und hier mache ich dann erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14. Ich hau hier ab. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ja, bis zur nächsten Folge.